Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. So. Wer ist das? Torloff. Was willst du von mir? Ich will mir hier möchte eine Söldnerin anschließen. Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Viele Kämpfer sind sehr schwach, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Okay, verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Stärke, Geschicklichkeit. Gut, dann haben wir das. Und jetzt kann ich die Punkte nicht mehr investieren, aber habe dafür... Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ja. Danke. Also, um hier zu schauen, wir haben jetzt 34. Wir haben also 4 Punkte mehr gekriegt, als wenn wir zum Beispiel 1 Punkt gekriegt hätten und dann, ja, ihr wisst, was damit gemeint ist. Schleuserknacken schleichen, okay. Gerade am Schauen. Das ist gut. Dann können wir endlich mal so eins anziehen. Ja, seht ihr die Länge? Im Vergleich zu diesem kleinen Zahnstocher. Wir machen ein bisschen weniger Schaden. Aber dafür haben wir einen Handbonus. Also 59%. Das ist schon mal gut. So, dann speichern wir. Hier. Kurzer Moment. So. Also. Ich will mich den Söldnern anschließen. Ich will mich den Söldnern anschließen. So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Ich stell mich auf die Proben. Ja. Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Nein. Was quatschst du mich dann voll? Okay, dann müssen wir mit Lee quatschen. Haben wir mit Bodo, oder? Ja. Okay. Hier dürfen wir nicht zu nah rangehen. Oder? Kann ich bei dir kaufen? Ich hab nicht viel. Die Schwert. Ja. Ist das grobes Schwert? Ja, also da ist das Schwert, das wir gemacht haben. Wir sind gleich besser. Mehr Schaden, weniger Stärke benötigt. Wer bist du denn? Helena! Warte mal. Hallo, schönes Kind. Okay, hallo, schönes Kind. Hallo, schönes Kind. Na, wo haben sie dich denn laufen lassen? Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Was ist deine Aufgabe hier? Ist was Besonderes passiert in letzter Zeit? Okay, zuerst einmal oben an. Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Okay, und welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Mein Vater zahlt Geld an alle Männer, die helfen, den Hof zu verteidigen. Hast du Interesse? Du siehst mir nicht wie jemand aus, der an Feldarbeit interessiert ist. Wie viel zahlt dein Vater? Das musst du schon mit ihm selbst aushandeln. Ich weiß nur, dass jeder der Söldner hier täglich seinen Sold bekommt. Okay. Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Du fasst hier nichts an, was dir nicht gehört. Du marschierst nicht in Bereiche, in denen du nichts zu suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, halt dich an die Söldner. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, hast du hier alle gegen dich. Okay, was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilt und nicht gestohlen, klar? Ja, klar, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Man weiß gar nicht mehr, wie man. Zwei Äpfel.
Ich hab da meine Schinken. Vom Preis her eigentlich zu teuer. Ich habe da meine eigene. Das interessiert mich nicht. Ja. Ist was Besonderes passiert in letzter Zeit? Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Vor einigen Tagen hat mein Vater erlassen, dass wir nichts mehr in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und verkaufe meine Ware nur noch an Besucher. Ich habe mir das schon keine Ahnung, sag du es. Okay, gut. Das war noch schon vorher. Danke, Helena. Söldner. Ich habe da meine Kiffer. So, wir speichern nochmal. Zwar hier. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Hey, du. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Ich weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Und womit handelst du jetzt? Ich will mich Lies-Leuten anstellen. Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal ein. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Okay, brauchst du Hilfe? Oh, zeig mir deine Waren. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? Ja, okay. Grobes Schwert. Das ist ein Weidenbogen. Ist das eine Fackel? Ja, Fackel. Und ein Topf. Okay, gut. Ich will mich Lies-Leuten anschließen. Lies-Leute? Wenn Lee so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er's. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladiner ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zurzeit drehen die meisten von uns hier nur Däumchen. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Wegen dem Sumpfkraut. Wie viel brauchst du? Wegen des Sumpfkrauts. Hier hast du ein paar Stängel. So wenig? Das habe ich doch in einem Mal weggeraucht. Also 10 Stängel müssen es schon sein. Immerhin gebe ich dir meine Stimme für die Aufnahme bei uns. Okay. Haben wir noch welche? Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Warum rennt der Typ da? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Keine Ahnung. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. Okay, es fehlen noch 5. Das hat er wirklich. Das ist Helena. Das ist Wolf. Das, mit dem haben wir schon geredet. Rod. Alles klar? Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Kannst du mir beibringen, wie man mit 2 Handwaffen umgeht? Will mich den Söldnern anschließen. Zuerst einmal das. Kannst du mir beibringen, wie man mit 2 Handwaffen umgeht? Hör zu, Junge. Man braucht viel Kraft, um eine 2 Handwaffe zu führen. Warum gehst du nicht lieber auf die Weide und spielst eine Runde mit den Schafen? Ich bin stark genug. Ich will mich den Söldnern anschließen. 2 Hand. Das will doch keiner mehr. Das hat er wirklich nicht verdient. Ich werde dir wohl mal Manieren beibringen müssen. Zuerst einmal. Wir speichern, bevor wir hier irgendetwas machen, das uns vielleicht tötet. Hier.
Das kann ja nicht. Das war noch schon vorher. So. Ich bin stark genug. Unsinn, du könntest ein ordentliches Schwert wie meins nicht mal hochhalten. Ich sagte, ich bin stark genug. Ich lach mich tot. Willst du es auf eine Wette ankommen lassen? Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Ich wette. Ich wette, ich kann mit deinem Schwert umgehen. So? Wie viel soll ich dir abknüpfen? Ach, du siehst aus wie eine arme Wurst. Sagen wir 30 Goldstücke. Hast du überhaupt so viel? Ist doch wahr. Klar. Klar. Dann lass mal sehen. Hier. Dann wollen wir mal sehen, wie stark du bist. Etwa so? Da hast du mich wohl dran gekriegt. Hätte ich nicht gedacht. Sieht man dir gar nicht an, dass du so viel Kraft hast. Tja, dann bin ich wohl um 30 Goldstücke ärmer. Hier. Und jetzt gib mir meine Waffe wieder. Wo hast du das denn schon wieder? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Was war das? Ich glaube, ich werde sie noch ein bisschen behalten. Na warte, du Mistkerl! Mein Gott! Jetzt geht's zur Sache! Zeig zu! Also. Mach ihn fertig! Ja, gib's ihm! Fertig! Doch zu essen! Er stellt sich doch so einfach. Okay. Warum haben wir wieder dieses Schwert angezogen? Und. Welches ist das Schwert von ihm? Genauso wie du sagst. Was ist das? Rods Zweihänder. Benötigte Stärke. 30? Wirklich? Das ist doch das ja nicht normal. So. Warte mal. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich will mir den Söldner. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Das heißt, wenn du mir mein Schwert wiedergibst. Ja, hatte das nicht. Okay, will mich den Söldnern anschließen? Ich will mich den Söldnern anschließen. Was hältst du davon, mir erst mein Schwert zurückzugeben? Ich denke darüber nach. Wie sieht's aus? Bin schon mal gespannt, ob du aufgenommen wirst. Ich wundere mich über gar nichts. Also. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Meine Meinung will ja keiner. Also, das ist. Die Stärke. Wo hast du das denn schon wieder her? Hat sich das jemals ändern? Wir haben ja gespeichert und so weiter und so fort. Ich will sehen, wie viel Schaden wir machen. Aber bevor das, wir müssen natürlich rohes Fleisch. Ah, ja. Das war doch klar. Es gibt doch hier Herde. Herd. Oho. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ich kann beim Herd nichts machen. Okay. Gebratenes Fleisch. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich könnte vielleicht ein paar Biere verkaufen. Das liegt doch auf der Hand. Okay. Da muss man auch mal zuhören. Hey, Bennett! Wo hast du das denn schon wieder her? Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Das hat er doch vorher gewusst. Wie viel ist dieses Schwert? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich wundere mich über gar nichts. Sollte es nicht unbedingt haben. Das war doch klar. Haben. Okay. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen. Von mir erfährt keiner was. Glaubst du wirklich daran? Tripler. Ich habe so einiges gehört. Wenn er das nicht sieht, oh, kann ich... Oh, du. Wie geht's? Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, der König glaubt wohl, er kann sich... Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Sollte ich hier speichern, nachdem ich ihn verprügelt habe? Also, ich konnte das Schwert heben, ich habe ihn verprügelt. Wir haben XP gekriegt. Ja, ich speichere. Das war eigentlich ganz gut.
Glaubst du wirklich, ich dachte eigentlich, wir wären noch zu schwach. So. Cord. Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Was? Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Bring mir bei, wie man kämpft. Ich will Söldner werden. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich trainiere nur Söldner oder würdige Anwärter. Ich will Söldner werden. Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Damit bin ich schon ganz gut. Und wie steht's mit Zweihändern? Ich werde bestimmt besser. Du bist jedenfalls kein blutiger Anfänger mehr. Gut, ich werde für dich stimmen. Was dir noch an Wissen fehlt, kannst du von mir lernen. Oh. Wo liegt der Vorteil von Einhand- und Zweihandwaffen? Was soll ich eher lernen? Einhand- oder Zweihandwaffen? Bring mir was bei. Okay, das ist ja mal hier. Was soll ich eher lernen? Einhändigen oder zweihändigen Kampf? Die beiden Waffengattungen sind recht ähnlich. Sobald du die nächste Stufe bei einer Waffengattung erreicht hast, lernst du automatisch die andere mit. Wenn du zum Beispiel ein guter Kämpfer mit der Einhandwaffe bist, aber noch ein Anfänger mit der Zweihandwaffe, wirst du bei allem, was du an Training in Einhandwaffen investierst, auch mit Zweihandwaffen besser werden. Wenn du immer nur eine Waffengattung trainierst, wird das Training für dich anstrengender. Trainierst du immer beide, kommst du mit weniger Einsatz genauso weit. Im Endeffekt kommt es aufs selbe raus. Es ist deine Wahl. Ja, wo liegt der Vorteil? Wo liegt der Vorteil von Einhand- oder Zweihandwaffen? Eine gute Frage. Ich sehe, du hast dich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Einhänder sind schneller, aber etwas schwächer. Zweihänder richten mehr Schaden an, aber du kannst nicht so schnell zuschlagen. Außerdem ist mehr Stärke erforderlich, um einen Zweihänder zu führen. Das bedeutet zusätzliches Training. Nur wenn du bereit bist, viel zu investieren, hast du eine Chance, richtig gut zu werden. Okay, bring mir das Kämpfen bei. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich im Umgang mit Einhandwaffen trainieren, aber für Zweihänder bist du noch zu schlecht. Ich verschwende meine Zeit nicht mit Anfängern. Okay. Einhandwaffen kosten, ja, man sieht es. Okay, dann ist es nicht der Typ, den ich verprügeln sollte. So, und eigentlich wollte ich los und sehen, wie gut ich eigentlich mit dem Zweihänder bin. Ist das die einzige Kombo, die wir beherrschen? Schwung und Stechen? Es sah aber nicht so schlecht aus. Die Frage ist, wie viel Schaden machen wir? Den eigentlich für die Stärke, die man benötigt, was eigentlich Schwachsinn ist, macht man sehr wenig Schaden. Also für die gleiche Stärke kriegt man eine Einhandwaffe mit der gleichen Menge an Schaden. Sollten Zweihänder nicht mehr Schaden machen? Okay, da vorne sind Skelette. Verdammt. Gegen was soll ich kämpfen? Wir haben noch 6 Punkte. Ich könnte... Feuerkessel, Feuerkraut. Das habe ich übersehen. Also wir waren hier schon mal, das weiß ich. So, wegen 25%. Ja. Was war es, wenn es...
30 Punkte Unterschied gibt. Lernt man dazu? Keine Ahnung. Irgendwie so war's. Gut. Hier haben wir keine Gegner mehr. Ich habe sie alle ausgerottet, deshalb können wir das Schwert nicht ausprobieren. Könnt ihr hier hochgehen? Ob das ist auch nicht. Hier hatten wir einen Jäger, oder? Ja. Da können wir vielleicht ein paar Sachen lernen. Wir haben ja noch 6 Punkte. Damit könnte ich zum Beispiel mein Geschick hochtreiben. Habe ich aber kein Interesse. Ich könnte Zweihandwaffen hochtreiben. Habe ich kein Interesse. Denn das geht selbst hoch, indem ich Einhandwaffen ausgebe, sozusagen. Vorerst. Erste, in den nächsten 2 Leveln werde ich alles in eine Hand investieren. Dann habe ich ja 64 und dann wird es, glaube ich, 3 Punkte pro Prozent kosten. Das wäre dämlich. Wir haben aber, so wie ich gesehen habe, solche Steintafeln. Sobald wir die lesen können. Hatten doch etwas hier. Armbrustschützen zum Beispiel und Einhandkampf. Hier. Da kann man die Punkte auch so nebenbei kriegen. Also da müssen wir uns weniger Sorgen machen. Es war dämlich von mir mit Wolfgard oder wie der heißt, in der Kaserne so früh zu reden. Ich hätte warten sollen, bis wir eben 64 wären. Dann hätten wir, er gab 2 Punkte, dann hätten wir 66 gehabt. Dann diese Steintafeln und zack, bumm, hatten wir Urpunkte. Das Gute ist, dass dann auch Zweihandwaffen hochgetrieben wird. Dann müssen wir nur noch weniger bei dem lernen. Und ich weiß nicht, ob, wenn man Punkte investiert, ob da auch die Punkte... Nee, das ging ja... Keine Ahnung. Und im Moment spaziere ich hier durch die Gegend. Und es passiert nichts. Okay. Oh, ich wollte eigentlich mit dem Jäger reden. Ich habe also wir waren ja bei den Dieben und die haben uns ja angeboten, die Sachen zu lernen. Und Taschendiebstahl kostete ja auch 10. Ich dachte, vielleicht mit 5 Punkte kann ich etwas anderes lernen, aber das Einzige, was man lernen kann mit 5 Punkten, ist Schleichen. Und Schleichen ist für mich nicht gerade das Wichtigste. Und da ich Armbrüste verwenden will, anstatt den Bogen, ja. Ich weiß, dass man für Taschendiebstahl dann Dings braucht. Geschick. Ich habe für so etwas keine Zeit. Gut, bevor wir hier weitermachen. Was? Hier. Ja, hier. Reden wir mit Odo. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hier. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Und? Er denkt, du hättest es genommen. Ach, deswegen glotzt der Typ mich immer so dämlich an. Ich bin in letzter Zeit immer extra freundlich zu ihm, weil ich denke, der Typ ist echt mies drauf. Aber da war nichts zu machen. Ich mache ein freundliches Gesicht und er starrt mich an, als ob er mich umbringen wolle. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Her mit dem Kraut oder du lernst mich kennen. Her mit dem Kraut oder du lernst mich kennen. Hör zu. Alles, was ich habe, ist dieser eine Stängel Kraut. Nimm ihn.
und lass mich in Ruhe. Du weißt ja, dass Onas Söldner auf uns aufpassen, nicht wahr? Das höre ich zum ersten Mal. Also, mach ja keine Dummheiten. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht. Ich glaub dir kein Wort. Ich glaub dir kein Wort. Her mit dem Sumpfkraut. Ich hab's nicht. Ehrlich. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich glaub dir kein Wort. Her mit dem Sumpfkraut. Ich hab's nicht. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Ich hab so einiges gehört. Bodo, Bodo, Bodo. Das will doch keiner wissen. Wo willst du denn hin? Na, ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Ich glaube nicht, dass ich daran was gehört. Ich kenne ihn von früher. Ich habe für so etwas gehört. Ich kenne ihn von früher. Du bist ein Kumpel von Lee? Ich glaube dir kein Wort. Aber geh ruhig. Wenn er sich nicht an dich erinnern kann, wirst du es schon merken. Wo hast du das denn schon wieder her? Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Das war einfach. Lass ich lieber die Finger. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Wo hast du das denn schon wieder her? Okay, wer bist du? Vasili? Lass dir nicht einfallen, hier was anzufassen. Sonst gibt's Pein dir die Ohren, klar? Okay, was ist deine Aufgabe? Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Okay, eine Menge Krempel gibt es hier. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Okay. Ich sammle alte Münzen. Oh. Ich habe hier eine alte Münze. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige. Und ich habe sie alle erwischt. Okay, hier eine alte Münze. Ich habe hier eine alte Münze. Mhm, zeig mal her. Oh ja, die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Ein bisschen weniger. Wie wäre es mit 2? Nee, dann behalte ich sie lieber. Nee, dann behalte ich sie lieber. Die hat eh keinen Wert für dich. Du kommst wieder. Okay. Ich habe hier eine alte Münze. Ich zahle dir eine Goldmünze da. 2. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit 2? Nix da. Ich bin doch nicht bescheuert. Verschwinde. Okay. Was ist das, Bauer? Oh na. Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Er ist gleich hier auf dem Hof. Ich will für dich arbeiten. Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf. Wegen Bolko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Ich will ein Schaf kaufen. Hier. Alles klar hier auf dem Hof? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du gehörst nicht zum Hof. Ich will für dich arbeiten. Ich brauche zurzeit keine Knechte. Und um alles andere kümmern sich meine Leute. Hier im Haus hast du nichts zu suchen, also mach, dass du rauskommst. Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf? Jetzt hör mal gut zu. Ich habe diesen Hof und das Land von meinem Vater geerbt. Und der hat ihn von seinem Vater geerbt. Ich werde nicht zulassen, dass dieser gierige Schwachkopf von König sich das alles unter den Nagel reißt, nur um seine nutzlosen Armeen durchzufüttern. Der Krieg mit den Orks dauert jetzt schon ewig. Und wo stehen wir? Am Rande einer Niederlage. Nein, da verteidige ich meinen Hof lieber selbst. Für das Geld, was ich spare, kann ich mir meine eigene Armee leisten. Ich will ein Schaf kaufen. Was willst du dann hier? Siehst du hier irgendwelche Schafe? Ich. Wenn du ein Schaf kaufen willst, dann geh auf die Weide. Die ist rechts neben meinem Haus. Pepe soll dir eins verkaufen. Okay. So, ich will den Typen da mal. Bulko. Ja.
Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Was belästigst du mich überhaupt mit solchen Kleinigkeiten? Okay. Ich dachte, das würde ein bisschen mehr Wirkung haben, aber okay. Markt, Maria. Hi, Maria. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich wollte mich hier mal umsehen. Erzähl mir über Ona. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Ich wollte mich nur mal umsehen. Ich wollte mich hier mal umsehen. Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind, hat man hier im Haus keine Ruhe mehr. Dauernd kommt einer reingestiefelt. Stören dir dich die Söldner? Stören dich die Söldner? Naja, seit die Söldner hier sind, ist der Hof viel sicherer geworden. Damals, als wir noch auf uns allein gestellt waren, kamen regelmäßig die Milizen aus der Stadt und haben uns ausgeplündert. Ein Großteil der Ernte haben sie weggeschleppt und auch einige Schafe haben sie mitgenommen. Getan haben sie dafür nichts. Ein paar von den Mistkerlen haben uns sogar bestohlen. Okay, und was wurde dir gestohlen? Was wurde dir gestohlen? Vor allem Gold und Silber. Sie haben sogar mein Hochzeitsgeschenk gestohlen. Einen goldenen Teller. Ich wette, irgendein dreckiger Stadtgardist hat ihn in seiner Truhe liegen. Und da verstaubt er jetzt. Erzähl mir über Ona. Erzähl mir über Ona. Er ist ein guter Mann. Etwas brummig und sehr ungeduldig. Aber jeder hat seine Fehler. Ich habe meinem Mann gesagt, warum lässt du dich von den Soldaten aus der Stadt so unterbuttern? Tu was, habe ich gesagt. Daraufhin hat er die Söldner angeheuert. Jetzt komme ich mir hier vor wie im Krieg. Aber schließlich ist ja auch Krieg, nicht? Ist hier in letzter Zeit etwas Aufregendes passiert? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Paladine sind hier in der Nähe vorbeigezogen. Wir dachten erst, sie wollen den Hof angreifen, aber sie sind ins Minental gewandert. Okay. Das ist die Markt. Okay. Niemand hat mich aufgehalten. Warte, sagt die Magd irgendetwas? Hey, du! Gibt es etwas Neues? Nö. Gut. Oh, wenn ich gerade so auf die Uhr schaue, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!